Unsere Rhinos nehmen es mit allem auf, was sich ihnen in den Weg stellt. Besonders gereizt reagieren sie auf den Versuch, ihnen ihr Lieblingsspielzeug wegzunehmen. Sie spielen am liebsten mit Hartgummischeiben. Halten sie sich an die einfache Regel. Don't provoke the Rhinos. Spiel im Jahr 2023, die Rhinos gegen die Hornets aus Zweibrücken, gab es ja im vergangenen Jahr noch eine Spendenaktion. Und zwar haben wir hier fleißig gesammelt für die kleine Nele, die ja unbedingt eine Delfintherapie braucht. Und da haben wir über Wochen hinweg und vor allem auch beim letzten Heimspiel im Jahr 2022 ordentlich was zusammengesammelt. Ist diese Aktion geendet und es sind insgesamt für die kleine Nele, die heute da ist mit ihren Eltern, mit Anja und mit Patrick Trau, 15.000 Euro zusammengekommen. Vielen, vielen Dank an alle, die gespendet haben. Die stellvertretende Bürgermeisterin von Hönesheim, Frau Miriam Wassermann, übergibt den Scheck an die Familie mit Peter Seiber natürlich und Rainer Weinbrecht. Und auch hier nochmal, es kommt von ganz, ganz tiefem Herzen, was die Mannschaft, was die Schiedsrichter beim letzten Heimspiel gespendet haben, das gegnerische Team, was ihr alle gespendet habt. Weil ohne das wäre das nicht möglich gewesen und jetzt kann Nele diese Delfintherapie machen. Danke, Hönesheim!
4.